Bratton Production Presents. Fame for Pain! Dishkas, herzlich willkommen zu der ersten und größten Backpfeifen-Show Iron Faces. Mein Name ist Slavik Junge, sein Name ist Kevin Wolter. Und ihr werdet heute sehr viele rote Backen sehen. Und ich meine nicht Arschbacken. Ha! Fame for Pain! Also, die Sendung heißt Iron Faces. Lehnt euch zurück, gönnt euch ein Ei ran. Ich freue mich auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Wer ist als erstes bereit zu kämpfen? 200 Euro, Bratans. Kevin Wolter persönlich mitgebracht. Wer hat Bock? Ja, hier. Da haben wir den ersten Kandidaten. Bratan, wie heißt du? Ich bin Nico. Wie alt bist du? 31. Woher kommst du? Aus der Nähe von Dresden. Du bist jetzt 2 Stunden zu uns hierher gefahren. Geil. Bester Mann. Und haben wir einen Gegner? Wer will kämpfen? Wir, der. Bratan, wie alt bist du? 19. Was machst du beruflich? Ausbildung. Geil, 200 Euro einfach mal kurz zu verdienen, oder? Ja. Ehrenmann. Bratans, eine Frage an euch. Warum wollt ihr euch Schellen geben? Warum nicht? Beste Antwort. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Regeln. Kevin, erklärst du die Regeln? Ihr schlagt euch so lange, bis einer umfällt oder keinen Bock mehr habt, mehr oder weniger. Verboten sind Ohrenschläge, Nasenschläge, Augenschläge. Und mit der flachen Hand natürlich, ganz, ganz wichtig. Und auf dem Hals natürlich auch nicht. Es geht über 5 Runden maximal. Wenn nach 5 Runden niemand K.O. geht oder aufgibt, teilt ihr euch die 200 Euro. Wenn jemand den Kopf zurückzieht, wird der Schlag wiederholt und es gibt ein Foul. Solltet ihr 2 Fouls haben, werdet ihr disqualifiziert, okay? Habt ihr alles verstanden? Kopf oder Zahl? Zahl. Kopf. Kompliziert. Kopf. Wer hat Kopf gesagt? Also du beginnst, Bratan. Die erste Backpfeife von Nico an Hassan für 200 Euro. Der Bratan will keinen Mundschutz. Für Hassan brauchen wir Mundschutz. Kein Mundschutz, sicher? Ganz sicher? Ganz, ganz sicher? Ganz, ganz sicher. Okay. Nicht wegziehen, ganz wichtig, ja. Wenn du wegziehst, erstes Foul. Beim zweiten Mal, zweites Foul. Regie? Lass das Klatschen beginnen. Oh. Wie war's? Wie war's? Wie fühlt sich an, Hassan? Wie Vater. Geht, oder? Wie Vater. Das war die erste Klatsche bei unserer Backpfeifen-Show Iron Faces. Fame for Pain! Hassan, nicht durch die Nase ziehen, nur auf die Hand, ja? Oh. Nico, wie fühlt es sich an? Ja, war angenehm. Nicht, dass mich ein Nachbar trifft. Oh, wow, wow, wow. Da war ein kurzer Schwenker. Die war sehr, sehr hart. Hast du schon des Öfteren Schellen verteilt? Damals. Hast du einen Applaus? Warst du kurz mal weg, ne? Haben wir was zum Riechen? Haben wir Ammoniak? Hat der Doktor Ammoniak dabei? Ammoniak immer ein bisschen zum Riechen. Ammoniak, Doktor. Okay, super. Können wir kurz haben? Einfach nur immer zum Riechen dem geben? Wie hat sich das jetzt angefühlt? Waren die Lichter kurz aus? Besser als davor, aber mein Vater hat dann noch eine kräftigere Hand. Dein Vater hat kräftigere Hand. Danach sagt er zu mir, Papi. Diese Ansage, Dicker, musst du. Nimm dir Hassan, nimm jetzt musst du alles sammeln. Pack alles rein in deine Schelle. Es geht um 200 Euro. Fame for Pain! Aber gut, er hat gesessen. Achtung, nicht mit deinen Augen, nicht mit deinen Fingern. Wie fühlt sich das an? Ja, ging noch klar. Mein Respekt hast du in jedem Fall, Bratan. Du hältst durch. Hast du eine Frau, Nico? Ja. Da verpasst du aber keine Schellen, hoffentlich. Gar keinen Fall. Können wir ganz kurz den Arzt haben, nur dass er mal ganz kurz checkt das Auge, ob das alles so gut ist. Kurzer Check, du weißt schon, hier ist professionell, hier ist nicht, Dings. Ja, das kenn ich schon von der Polizei, wenn die mich anhalten und diese 2 zeigen. Geht noch, ja? Okay, alles klar. Fame for Pain! Hassan,
Pack jetzt Nacho in diese Hand. Deine ganze Energie rein. Jedes Dürüm, jeden Döner, alles da rein, Nacho. Nico hat auf jeden Fall einen stabilen Kiefer, muss man sagen. Oh. Das war mir bei allen wie alles andere. Das war, wollte ich gerade sagen. Ja. War, den habe ich gemerkt. Ach, macht ihr auch? Aber war noch im Regelwerk, ja? War noch okay. Okay. Das hinaus, ich hab drin mein. Nicht Hals, vorsichtig. Oh. Das war gegens Ohr. Der wird nicht gewertet. Oder wie verfahren das wir das? Das war ein Foul. Ein Foul, Nico. Bei einem zweiten Foul bist du disqualifiziert und Hassan gewinnt 200 Euro. Geht's? Ja, geht, geht. Der weckt dich direkt auf. Der holt dich aus dem Leben. Okay, Hassan. Du darfst richtig ausholen, wie du willst. Hauptsache, du triffst. Körper. War ans Ohr ran, aber ich glaube, war... Ja. Ja, ist Blut am Ohr. Auch ein Foul an Hassan. Letzte Runde, Bratanz. Macht ihr die letzte Runde noch? Ja, Hassan! Ja? Letzte Runde. Hassan, geht's dir gut? Ja. Gut, sehr gut sogar. Geht's? Die letzte? Geht's dir gut? Ja, super. Kurz riechen. Ihr zieht durch, Bratanz, dabei. Schön durchhalten. Wenn du jetzt wieder das Ohr triffst, bist du disqualifiziert und kriegst keine Kohle. Ja. Nicht das Ohr treffen. Oh. War nicht, war unterm Ohr zum Glück. Also da hast du ganz knapp Glück gehabt. Das war nicht ganz, war ein bisschen Hals. Wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen Zwiebeln am Ohr und Hals, aber sonst geht's gut. Was sagt die Slow-Mo? Wir haben gesagt, kein Ohr- und kein Halstreffer. Kannst du stoppen, wenn die Hand auftrifft? Ja, war. Aber war Hals, ne? Hals darf man nicht. Hals und Ohr. Hals und Ohr, ja. Beides. Ja. Leider bist du, ja, du hast den Hals und das Ohr getroffen. Wir haben deutlich gesagt vorher, keine Hals- und Ohrtreffer führen zur Disqualifikation. Leider, das sind aber die Regeln, 200 Euro. Hassan gewinnt 200 Euro. Was sagst du dazu? Alles gut, so sind die Regeln. Würdest du beim nächsten Mal wieder auftreten? Inshallah. Bitte? Inshallah. Inshallah. Und du, Nico? Na klar. Ich denke, das wird sehr spannend. Ihr habt Nico gesehen, ihr habt Hassan gesehen. Bewirbt euch. Applaus an beide Kämpfer. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein cooles Format, denke ich. Und wir werden noch viel, viel Spaß damit haben. Wir brauchen nur hungrige, geldgierige Jungs, die ein bisschen Bock auf ein bisschen Schmerzen haben. Richtig. Bratischkas, das war die erste Show Iron Faces. Dankeschön an die Teilnehmer. Dankeschön an die gerissenen Ohren, an die roten Backen, an die roten Augen. Und du weißt schon, was ich meine. Wir sehen uns bei der zweiten Sendung Iron Faces. Es liegen Fäuste oder Ellbogen, TKO und auf einmal liegt dein Held am Boden. Yeah. Es liegen Low-Kicks und Uppercuts, du bist ein Apparat, dann zeig mir, wie viel Kraft du hast. Yeah. Es ist Fame for Pain, den Schmerz spüren 10 von 10. Den Fame kriegen wenige, weil nur derjenige, der am Ende noch im Käfig die Champion ist. Du kriegst King Felsen Full Mount, ich schlage immer Fist auf deinen Mund drauf. Dein Gesicht sieht langsam bunt aus, sieht nicht gesund aus, packe wie ein Hundehaufen dumm gelaufen. Fame for Pain, lass uns in den Käfig gehen. Ich trete gegen ihn an.